Du wolltest Eifel machen? Ich wollte gerade ein bisschen in das Thema einführen. Ist für uns beide ein bisschen, sag ich mal, unerwartet, weil erst wurde unser eigentlicher Vortrag abgelehnt, also die anderen oder andere wurden ihm vorgezogen, sage ich mal so. Und dass wir jetzt hier im Rahmen des Barcamps unsere Konzepte vorstellen, haben wir erst kurz vor knapp erfahren. Deshalb hat das war nicht doch vielleicht jetzt eine etwas zusammengenähte Konsistenz. Aber ich hoffe, dass es dennoch nett wird. Wir sind quasi zwei Piraten der AG Nuklearia. Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben die Nuklearia zum ersten Mal überhaupt davon gehört haben, für eine Art Aprilscherz gehalten. Alles stimmt natürlich nicht. Wie hat alles angefangen? Ich drehe mal die ganze Sache jetzt für mich persönlich ein paar Jahre zurück. So, sagen wir 5 Jahre zurück oder 6 Jahre, so Mitte 2000er, als ich noch Physikstudent war, da war ich eigentlich gegen die Kernkraft. Mit den geläufigen Argumenten, die man so landläufig hört. Mein Hauptargument dagegen war eigentlich immer, dass ich dachte, Uran ist genauso wie Öl irgendwann im Laufe des 21. Jahrhunderts abgegraben und vorbei, dann muss man eben von anderen Dingen lesen, entweder mit auf Fusion hoffen warten oder von der Solarenergie leben. Und dann wie auch, habe ich dann wieder Leuten halt auch die anderen Argumente habe ich hin und wieder vorgebracht, das Risiko der Kernschmelze, das Supergaus, oder auch, dass das Containment durch nicht kontrollierbare Energiefreisetzung geknackt wird und der Radionuklide frei werden und auch die Abfallprobleme, also die Entsorgung radioaktiver Reststoffe. Das waren alles so die Argumente, die die meisten kennen und die ich damals auch dagegen gebracht habe. Irgendwann las ich noch nach Ende meines Studiums eigentlich, las ich auf einem Blog einen Artikel, den ich ganz interessant fand, dass man kann ja auch ganz anders machen kann. Man könnte einen ganz anderen Brennstoff nutzen, Thorium statt Uran, man könne den Kernen des Reaktors schon von vorne weg geschmolzen haben und eine Totmannschaltung darunter setzen, die auf einem schmelzenden Salzstopfen beruht, um das Ganze im Fall der Fälle im Sinne von aus heißt aus stillzulegen. Das fand ich interessant. Ich dachte, gibt anscheinend andere Arten, das Ganze aufzuziehen, da Thorium auch ein sehr häufiges Element ist, fast so häufig wie Blei. Und außerdem der Thoriumreaktor die ganze Ressource abgräbt, ist es halt eine quasi nachhaltige Energiequelle, weil halt riesige Energievorräte zur Verfügung stehen. Und das fand ich halt interessant. Aber gereicht hat das noch nicht. Es kann ja jeder auf seinem Blog irgendwas schreiben. Deshalb habe ich beschlossen, ein bisschen tiefer in die ganze Thematik einzusteigen und mich ein bisschen über die ganze Kernenergetik zu belesen. Denn obwohl ich Physiker war, war ich eigentlich erst mal Astrophysiker und kein Kernphysiker. Aber als Physiker habe ich auch die Fähigkeit, mir Erkenntnisse anzueignen, über die ich keine Diplomarbeit geschrieben habe. Und das tat ich. Ich fing an mit der Fachliteratur und den Arbeiten zu dem Thema mich immer tiefer einzulesen in die ganze Thematik. Und irgendwann dann, Anfang 2011, verlor dann das Kraftwerk Fukushima Daiichi die Fähigkeit, seine Reaktorkerne zu kühlen und dadurch kam es dann zur Kernschmelze und zur Freisetzung von Radionukliden. Die große Mehrheit der Deutschen im Allgemeinen und der Piraten im Besonderen sich gegen die Kernenergie gestellt, aber ich dachte halt zu meiner Studien eingedenk, man kann ja Kernenergie ganz anders machen als in Fukushima Daiichi. Und dann kam es so, dass ich eines Tages einen Cook Dänemark aß in einer Eisdiele und dabei Twitter las. Und da sagte ein Pirat auf Twitter zu Rainer Klute: Wehe, wehe, wenn du denen am Infostand erzählst, dass die Kernenergie gut sei. Und Rainer zurück: Oh, ich werde versuchen, das Ganze ausgewogen darzustellen. Dann habe ich Rainer angeschrieben: Wie ist es denn mit dir? Bist du so eine Art Pro-Atom-Pirat?
Und er, ja, eigentlich schon. Da sagte ich, nun ja, ich und einige andere, wir haben mal so halb im Ernst und halb im Spaß gesagt, wenn es eine datenschutzkritische Spackerier gäbe, müsste es doch theoretisch auch eine ausstiegskritische Nuklearier geben. Und die Idee fand der Rainer sehr schön, er sagte, dann machen wir das doch mal wirklich. Und ja, so gründeten wir die AG, die erst ausstiegskritische Nuklearier und dann später aus Gründen, die wir euch noch erklären, nur noch ganz kompakt Nuklearier hieß. Und da ein Nuklearier-Pirat über das Thema ja wirklich gut Bescheid wissen muss, habe ich mir dann noch ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen und ein paar Sachen, die ich da herausgefunden habe, die will ich euch jetzt mal mitgeben, im Sinne, was hat es mit der Kernenergie auf sich. Es ist ja in der Natur so, dass die asymmetrischen Dinge immer instabiler und zerbrechlicher sind als die symmetrischen. Und so kommt es, dass ich einen schweren Kern mit ungerader Teilchenzahl spalten kann. In dem Sinne, wenn ich zum Beispiel hier, man malt sie ja meistens etwas kindlich als Himbeere, einen Uran 235 Kern mit 235 Protonen und Neutronen. Bitte aufmalen. 235, das Land, und dann will ich euch doch nicht festhalten. Wenn ich den mit einem Neutron füttere, und mit füttern meine ich entweder ein schnelles oder ein langsames Reinschießen mit mittleren, also Mittelschnellen geht es nicht so besonders gut, dann kriegt der Verdauungsstörungen. Und Verdauungsstörungen heißt, dass er mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit unter starker Energieproduktion platzt in zwei kleinere mittelschwere Kerne und zwei bis drei weitere Neutronen freisetzt. Wenn ich sage zwei bis drei weitere Neutronen, dann wisst ihr jetzt schon, wie ich mit so einem Prozess, den Lise Meitner und Otto Hahn in den 30er Jahren entdeckten, wie ich damit Energie erzeugen kann. Ich kann ja eines dieser Neutronen hier nehmen und es wiederum nutzen, um einen weiteren Uran-235-Kern kaputt zu machen. Also das Ganze platzt dann wieder in zwei kleinere Kerne. Es kommen wieder zwei bis drei Neutronen hervor. Und die können wieder einen Kern spalten und immer so weiter. Das Ganze nenne ich dann eine feine Kettenreaktion. Jetzt ist das Wort Kettenreaktion manchen ein bisschen unheimlich. Bei Kettenreaktion bedeutet, da läuft eine Kette, da läuft etwas von alleine. Und was passiert, wenn es weiterläuft, obwohl es gar nicht weiterlaufen soll? Ja, das macht man, da hat man im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten. Wie man es genau macht, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Je nachdem, welche Materialien, welches Kühlmittel und vor allem welchen Moderator ich für den Reaktor wähle, begrenzt der Reaktor seine Reaktion selber oder auch nicht. Moderator, das muss ich ganz kurz sagen, das ist ein Material, das die Neutronen abbremst. Wie schon gesagt, entweder schnelle oder langsame Neutronen können einen Kern spalten. Und weil es technisch etwas einfacher ist, nimmt bei den meisten kommerziellen Reaktoren langsame Neutronen und muss sie dazu abbremsen. Das kann Wasser zum Beispiel sehr gut, das hat den Vorteil, dass Wasser im Reaktor auch gleichzeitig kühlen kann. Also das macht zwei Dinge in einem. Und was ich haben sollte und in allen westlichen Ländern auch haben muss, ist ein Reaktor, der nicht etwa von alleine immer schneller läuft, wenn er nach oben, also zu größeren Temperaturen hin, von seinem Sollzustand abweichen sollte. Da will ich einen Reaktor haben, der dann durch langsamer wird, also sich von alleine wieder runterkühlt. In der guten alten Sowjetunion hielt man solche selbstbegrenzenden Fähigkeiten für ein imperialistisches Luxusproblem und hat damit in Tschernobyl recht unangenehme Erfahrungen gesammelt, da nämlich diese Art von Reaktor, von Druckröhrenreaktor, umso schneller läuft, je heißer sie wird. In anderen Worten, man hat ein Auto, das umso schneller das auch noch mal Gas gibt, wenn ich auf die Bremse drücken will. Und das ist ungünstig, wie man erlebt hat. Ein westlicher Reaktor, eine normale Brücke oder Siedewassermaschine, die bremsen sich selber aus, wenn sie zu heiß werden. Hat dann auch einen Pferdefuß.
hat man in Fukushima Daiichi gesehen. Einen ganz großen Pferdefuß und das ist einfach ein bisschen wie ein Druckkochtopf aufgebaut. Oder wie ich eher sage, wie ein Durchlauferhitzer. So ein Durchlauferhitzer, das haben heute nicht mehr viele. Ältere Häuser haben so dadurch eine Gasflamme und das in so einem Boiler und das Wasser fließt durch und durch und durch und dabei erwärmt zum Duschen oder Baden. Und wenn das Wasser nicht mehr durchfließt, aber die Gasflamme weiterläuft, dann würde das Ganze ganz fix überhitzen und auch kaputt gehen. Und was man nun in Fukushima gesehen hat, so ein Reaktor kann sich nicht selber kühlen. Da muss gepumpt und gepumpt und gepumpt werden. Und wenn die Pumpe ausfällt, weil das Dieselhilfsaggregat ungeschickterweise im überfluteten Keller steht, dann kann er nicht mehr gekühlt werden und nimmt ganz schnell ganz heftigen Schaden. Und das tut er sogar noch ein bisschen nach dem Abschalten, weil, wie Dominik gleich erklären wird, nach dem Abschalten ist auch noch Radioaktivität in dem Kern vorhanden, sondern von diesen kleinen Spaltprodukt wird nämlich zumindest anfangs sehr radioaktiv und erzeugt dadurch auch Hitze, die auch irgendwie abgeführt werden muss. In so einer Leichtwassermaschine muss ich dazu auch nach dem Abschalten noch etwas pumpen, pumpen, pumpen. Und da das alles mit dem Pumpen, Pumpen, Pumpen müssen nicht so prall ist, wie man in Fukushima gesehen hat, ist die Idee naheliegend, ob man nicht Kernenergie auch irgendwie ganz, ganz, ganz anders machen kann. So, dass man eben nicht pumpen muss, sondern das Ganze irgendwie selber selbsttätig seine Energie abführen kann. Und dazu übergebe ich mal das Wort an den Dominik. Ja, danke Fabian. Also, ich bin Dominik Wontrosch, in der Piratenpartei unter Iniluki bekannt. Und ja, Baujahr 80, meines Zeichens Diplomchemiker, habe in Leipzig studiert. Seit 2007 mache ich meine Doktorarbeit am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Leider nicht zu dem Thema. Aber mit der Kernenergie beschäftige ich mich schon ein paar Jährchen, weil ich eigentlich von der Technik selber fasziniert war. Und ich bin in die Piratenpartei eingetreten, weil ich mich sehr gut mit der Partei identifizieren kann, aber im Bereich der Atomkraft irgendwo mich nicht gut vertreten sah bei keiner Partei. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich brauche in eine Partei nicht eintreten, wenn die 100% das macht, was ich von ihr eigentlich erwarte, dann brauchst du mich nicht. Aber vielleicht kann ich mit irgendwas beisteuern und zumindest in bestimmten Bereichen ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Fabian hat jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ja, das passiert nun mal immer so, wenn man sich nicht so ganz abspricht. Ich hoffe, ich langweile keinen. Ich weiß nicht, wie euer wissenschaftlicher Hintergrund zu der ganzen Thematik ist. Deswegen habe ich ein bisschen Urschleim mit dazu genommen. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Im Grunde haben wir ja das Problem, dass wir verschiedene Isotopen haben bei unseren Gemischen und alleine der Unterschied von einem Neutron kann schon sehr, sehr viel Unterschied machen, in dem, wie sich so ein Teilchen physikalisch verhält. Beispielsweise beim Thorium-232, das hat eine Halbwertszeit von 14 Milliarden Jahre, da passiert eigentlich überhaupt nichts. Da hat man bis in die 50er Jahre, nein, stimmt nicht, bis in die 20er Jahre gedacht, das ist überhaupt nicht radioaktiv. Und wenn man das beispielsweise mit einem weiteren Neutron beschießt, aktiviert, dann kommen wir zu einem Teilchen, was nur noch eine Halbwertszeit von 22 Minuten hat. Und das ist dann eigentlich schon ganz schön aktiv und sowas können wir dann beispielsweise auch nutzen. Aber das Problem, was wir mit unserem Atommüll haben und woher die Probleme des Atommülls kommen, dass wir ihn überhaupt haben, sage ich gleich noch was zu, ist ja, dass wir in unserem Atommüll instabile Isotope haben und die können sich auf mehrere Arten verhalten. Beispielsweise haben wir unsere Alpha-Strahler, das heißt, da haben wir einen Zerfall von unserem Atomkern, da wird ein Helium-Atom abgespalten, dabei wird ein bisschen Energie frei, weil diese Teilchen sich relativ schnell bewegen. Das kann man aber ziemlich gut handhaben, also einen Alpha-Strahler kann man schon mit einem Blatt Papier oder ähnlichem abschirmen. Das ist relativ harmlos, wenn man die ganzen Sachen nicht gerade in den eigenen Körper reinkriegt, weil dann hat man keine Schutzbarriere mehr dazwischen. Da sind die ziemlich gefährlich, aber solange sie nicht in den Körper hineinkommen, sind die relativ harmlos. Dann gibt es die Beta-Strahler, das heißt, wir wandeln ein Neutron im Kern um, wir bekommen also ein Proton mehr und dabei wird ein schnelles Elektron abgegeben, das ist dann die sogenannte Beta-Minus-Strahlung. Das Ganze gibt es nochmal, dass ich im Proton umwandle, dann haben wir ein Positron, was wir abgeben. Und dann ist das der sogenannte Beta-Plus-Strahler. Die kann man durch ein bisschen Stahl eigentlich relativ gut abblocken.
weil dann die Elektronen eingefangen werden, abgebremst, dann eingefangen und können dann sozusagen, sind dann also nicht mehr problematisch. Und dann gibt es noch die sogenannten Gammastrahler. Das ist im Prinzip was Ähnliches wie Röntgenstrahlung, bloß Röntgenstrahlung wird dadurch erzeugt, dass sich Elektronen umkonfigurieren, und Gammastrahlung ist also eine Lichtform, die dadurch entsteht, dass sich die Teilchen innerhalb des Atomkerns umsortieren, beispielsweise das Nickel 60 metastabil, wandelt sich ins Nickel 60 um, dann wird also ein kleiner Lichtblitz sozusagen frei und der ist ziemlich hochenergetisch. Das ist sozusagen das größte Problem, weil hierfür braucht man dann sozusagen schon etwas dickere Bleiplatten oder Beton um die Dinger rum, um das Ganze abzufangen. Das ist Gammastrahlung, ist einer der großen Probleme bei dem Atommüll, weil die sozusagen relativ stark abgeschirmt werden muss. Dazu gibt es dann noch das Problem des sogenannten Spontanzerfalls. Das habe ich beispielsweise auf Uran-238 hier gemacht. Das ist einfach ein Atomkern, ist nur metastabil und zerfällt irgendwann spontan. Deswegen haben wir bei den radioaktiven Elementen die Halbwertszeiten und zerfällt in zwei kleinere. Dabei wird Energie frei und das ist dann in der Regel Wärme und das sind dann die wärmeentwickelnden Nuklearabfälle, die da sind. Und dann werden zwei Neutronen frei. Die sind aber relativ so schnell, dass sie den Atommüll sehr zeitnah verlassen und dort dann eben nicht zu Kettenreaktionen führen. So, von Kettenreaktionen haben wir ja schon vorhin ein bisschen was gehört. Aber hier bei unserem Atom haben wir eigentlich natürliche Vorgänge, die Energie als Zerfallswärme liefern. Deswegen müssen wir dort die hochaktiven Abfall kühlen. Es ist ein statistischer Prozess, wann die Zerfälle passieren, das ist reiner Zufall. Aber habe ich mehr von unserem Müll oder mehr von unseren Isotopen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit insgesamt größer, dass was passiert. Daraus ergibt sich dann auch der exponentielle Zerfall mit seiner Halbwertszeit. Und die Zerfallsprodukte selbst sind häufig auch instabil. Das heißt, von einem Teilchen kommen wir dann zum nächsten, das ist wieder instabil, dann kriegen wir die sogenannten Zerfallsreihen. Diese Sachen sind nicht provozierbar, nicht steuerbar und auch nicht für Energieerzeugung abrufbar, weil dafür bräuchten wir wirklich kontrollierte Bedingungen mit hohen Neutronenflüssen, damit wir sozusagen solche Kettenreaktionen dann auslösen können. Die Halbwertszeit ist also ein stofftypischer Parameter, der ist also für jedes Isotop charakteristisch, wenn es instabil ist. Und das ist also die Zeit, die dieses Teilchen im statistischen Mittel braucht, um zu zerfallen, im Sinne dessen, ich habe eine bestimmte Menge x, nach einer Zeit habe ich eine bestimmte Menge x1/2 und die Zeit dazwischen ist dann gar die Halbwertszeit. Und das Interessante dabei ist natürlich, dass Stoffe mit kurzen Halbwertszeiten in der Regel natürlich dann hohe Aktivitäten haben, also dann zerfallen sehr viele Kerne relativ schnell. Das ist am Anfang natürlich problematisch, dann haben wir hohe Strahlendichten, die wir abschirmen müssen, aber wenn die Halbwertszeiten innerhalb von Tagen liegen, dann müssen wir halt ein paar Tage auf die Dinger aufpassen und dann ist das Problem im Prinzip gelöst. Dann haben wir noch solche Stoffe mit großen Halbwertszeiten, die haben aber relativ kleine Aktivitäten, wie beispielsweise unser Thorium oder das Bismuth mit seiner Halbwertszeit von 35 Milliarden Jahren. Die strahlen kaum, weil es ist sehr selten, dass die Atome mal zerfallen. Das große Problem haben wir bei Halbwertszeiten, die dazwischen liegen, die ein paar Tausende von Jahren sind, aber die dann auch relativ stark strahlen. Und gerade solche Stoffe haben wir, wenn wir mit unserem langlebigen Atommüll hantieren müssen oder wir mittelaktiven Atommüll haben, der kontaminiert wurde. Hier drüben haben wir eine kleine Grafik, die im Prinzip alle uns bekannten Isotope, die Wissenschaft bisher gefunden hat, auflistet, und zwar mit ihren Halbwertszeiten. Die klassischen stabilen Elemente, die haben wir hier auf unserer Geraden, und davon abgehend haben wir dann sozusagen verschiedene Isotope mit unterschiedlichen Halbwertszeiten. Hier unten haben wir aufgetragen die Gesamtzahl an Protonen, und hier haben wir aufgetragen die Anzahl an unseren Neutronen im Kern, und wir sehen, wenn wir bei einem und demselben Element bleiben, also innerhalb von einer Linie, dann haben wir in der Regel ein oder mehrere stabile Elemente, Isotope, und umso weiter wir uns davon wegbewegen, umso instabiler werden also unsere Teilchen und zerfallen ziemlich schnell.
So, was interessant ist, hier unten haben wir fast nur stabile Bereiche und sobald wir dort Neutronen einfangen, sind wir in relativ kurzlebigen Zeiten. Das heißt, hier sind wir ein Jahr, das ist eine logarithmische Skala, also ein Jahr und dann sind wir hier schon im Subsekundenbereich. Das heißt, das ist das Problem, was wir mit der sogenannten Aktivierung von leichten Kernen haben. Ja, die werden zwar radioaktiv, strahlen dann relativ kurzzeitig stark, aber haben sehr kurze Halbwertszeiten dabei und haben dann nicht das große Problem. Das Problem in den langen Halbwertszeiten oder den mittelschweren Halbwertszeiten haben wir hier in diesem Bereich oben. Lange Halbwertszeiten mit stabilem Thorium und ähnlichen haben wir beispielsweise hier, da ist das Thorium drin, haben wir ein stabiles Isotop und dann kommt eine Weile schon mal nichts. Und dann haben wir vor allem hier oben die Transurane und vor allem die Stoffe hinterm Plutonium, die sind alles so in dem Bereich bis 1 Million Jahre Halbwertszeiten. Die sind also hochaktiv und haben aber Halbwertszeiten, die uns lange zu schaffen machen. Die haben wir kaum in den anderen Bereichen, sondern da nehmen die sozusagen relativ schnell zur Seitenangin ab. So, wir haben ja schon bald gesagt, dass Atomkerne mit Neutronen wechselwirken, aber da gibt es drei Möglichkeiten, wie diese Neutronen reagieren können. Das ist einfach die Streuung, sie stoßen zusammen und das Neutron fliegt wieder zurück. Das benutzen wir beispielsweise bei Neutronenreflektoren. Da wollen wir, dass die Neutronen nicht einfach wegreagieren, sondern dass sie wieder zurück in den Reaktor fliegen. Wir haben den Neutroneneinfang, dann wandeln wir ein Element in ein anderes, ein Isotop in das nächste Isotop um, das ist vielleicht instabil und können mit dem weiterarbeiten. Und dann haben wir noch die sogenannte Fission, das ist also die Kernspaltung, die wir dann nutzen zur Energieerzeugung, weil das ist etwas, was wir wirklich dadurch, wie viele Neutronen rumfliegen, wir kontrollieren können. Und die Wahrscheinlichkeiten für diese drei Effekte hängen selber davon ab, wie schnell die Neutronen sind. Es gibt also bestimmte Isotope, die neigen dazu zur Kernspaltung, wenn die Neutronen langsam sind. Andere Isotope machen das nicht gerne, die wollen nicht nur kerngespalten werden, wenn die Neutronen schnell sind. Und was nun mit den Isotopen passiert, das hängt mit dem Energiespektrum zusammen, wie schnell sind meine Neutronen im Mittel und dementsprechend kann man das dann steuern. So, zur Kernspaltung hat Fabian schon was gesagt. Die ist also durch die Steuerung des Neutronenflusses gezielt auslösbar und basiert es im Prinzip darauf, dass wir mit unserer Energie in der Kernspaltung eigentlich haben. Wir können also steuern, wohin fliegen die Neutronen, lasse ich sie raus, lasse ich sie rein. Und für Leichtwasserreaktoren brauchen wir langsame Neutronen, das sind sogenannte thermische Neutronen, weil wir dort mit Uran-235 arbeiten und das lässt sich gut spalten mit langsamen Neutronen. Und dann, damit die ganze Sache nicht durch die Decke geht, normalerweise werden überschüssige Neutronen dann abgefangen. Bei der Kernspaltung selber werden generell schnelle Neutronen frei und deswegen brauchen wir das Wasser, die Leichtwasserreaktoren, um die Neutronen abzubremsen, damit wir sie dann für die Kernspaltung zur Verfügung haben. Effektiv gibt es eigentlich drei spaltbare Isotope von Bedeutung. Das ist Uran-233, das Uran-235 und das Plutonium-239. Nur das Plutonium-235 kommt in der Natur selber in größeren Mengen vor, dass wir sie nutzen könnten. Allerdings sind das nur 0,72% des natürlichen Urans. Das heißt, das meiste, was wir von unserem Uranbergbau kennen, können wir dafür gar nicht benutzen, wenn wir in Leichtwasserreaktoren drin sind. Und dann müssen wir die auch noch anreichern auf über 5% in Leichtwasserreaktoren, dass wir genug Neutronen erzeugen können, um die Kettenreaktion aufrechtzuerhalten. Und da braucht man dann also diese Gaszentrifugen dafür, dass das, was der Irak und so weiter nie haben darf. Weil das Problem dabei ist, es sind Isotope, sind vom einen und demselben Element. Das heißt, die Chemie ist dieselbe. Wir müssen uns also auf die Physik berufen, das Ding gasförmig machen, dann durch die Zentrifugen schicken und da Uran-235 leichter als Uran-238 ist, trennen die sich nach ganz vielen Zentrifugenvorgängen und dann kriege ich halt ein Stoffgemisch raus, was mehr Uran-235 enthält. Brauche ich ja wie gesagt für die Leichtwasserreaktoren. Es gibt auch das Plutonium-239 und das Uran-233, welche durch Brüten zugänglich sind. Die gibt es so in der Natur nicht, aber wir können sie aus einem sogenannten fertilen Material erzeugen. Das sind also Stoffe, die wir mit Neutronen bestreuen können. Dann fangen wir ein Neutron ein.
beispielsweise unser Thorium, kriegen wir das Thorium-233, was ich vorhin schon mal gezeigt habe. Nach 22 Minuten zerfällt das zu Protactinium und das zerfällt dann nach 27 Tagen in das Uran-233. Das Uran-233 kann man wieder spalten und zur Energieerzeugung nutzen und neue Neutronen damit erzeugen. Das Ganze gibt es analog im schnellen Spektrum auch mit dem Uran-238, wobei dann das gefürchtete Plutonium sozusagen rauskommt. Das Schöne beim Thorium wäre, es muss nicht angereichert werden, aber dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. In Deutschland haben wir nur Leichtwasserreaktoren. Es gibt in der Welt etwa über 900 verschiedene Reaktordesigns. Und von denen haben wir gerade mal zwei Sachen umgesetzt. Und weltweit haben vielleicht noch 3, 4 andere Reaktoren Bedeutung. Beispielsweise der kanadische Schwerwasserreaktor Candu und ähnliches. Aber im Wesentlichen beschränkt sich international Kernenergie auf Leichtwasserreaktoren. Und Leichtwasserreaktoren gibt es in zwei Geschmacksrichtungen im Wesentlichen, einmal der Siedewasser- und einmal der Druckwasserreaktor. In beiden benutzen wir leichtes Wasser als Moderator, also wir haben ein Spektrum von langsamen Neutronen, die wir brauchen. Wir haben das leichte Wasser da drin, dass die Neutronen abgebremst werden und wir benutzen das Ganze als Kühlmittel zum Wärmetransport. Und dafür brauchen wir dann eben angereichertes Uran zu 5% 235 in unseren Brennstäben. So, das ist mal eine schematische Darstellung, wie so ein Leichtwasserreaktor funktioniert. Hat jeder vielleicht schon mal gesehen, ich sage es trotzdem mal ganz kurz dazu. Wir haben hier eigentlich unseren Reaktor, in dem haben wir unsere Brennstäbe drin. Dazu gibt es ein paar Regelstäbe. Die bestehen also aus Neutronen einfangendem Material, die kann man dann also reinschieben. Dann werden Neutronen rausgenommen, dann stehen sie nicht mehr für die Kettenreaktion zur Verfügung und das war's. Durch die Kettenreaktion, die wir hier drin haben, wird viel Energie frei. Die Brennstäbe erhitzen sich, die machen das Wasser heiß, das Wasser verdampft, geht dann schließlich in unsere Turbine, wird dann wieder gekühlt und zurückgeführt in den Reaktor. Das Ganze gibt es dann, wie gesagt, in den zwei Möglichkeiten, Siedewasserreaktor und Druckwasserreaktor. Beim Siedewasserreaktor haben wir das Problem, das war gerade einer, dass wir kontaminiertes Wasser in unsere Turbine reinschicken. Das heißt, unser Turbinengebäude ist noch mit sozusagen in der strahlungskritischen Zone drin. Und weil wir mit Wasser arbeiten, haben wir ein Problem, Wasser kocht normalerweise bei 100 Grad. Da wir aber das Ganze benutzen wollen, um Turbinen anzutreiben, brauchen wir für unseren zentralen Kreislauf, wo das Wasser flüssig bleibt, beziehungsweise bevor es verdampfen, um da effizient arbeiten zu können, wollen wir 286 Grad Celsius haben und dafür müssen wir das Wasser schon auf 71 bar Druck erhöhen. Das Wasser wird hierbei direkt an den Brennstäben verdampft, zu Dampf umgewandelt, geht dann in die Turbine. Beim Druckwasserreaktor haben wir zwei Wasserkreisläufe. Dadurch haben wir es erreicht, dass die Turbine selbst nicht kontaminiert wird. Allerdings arbeiten wir da schon wegen den Zweikreisläufen bei 315 Grad Celsius und mit 157 bar Druck. Das ist also ziemlich ein Problem dabei, weil wenn wir dann irgendwo ein Leck haben, dann wird das Wasser sozusagen instantan zu Dampf und deswegen brauchen wir auch für solche Reaktoren ein riesiges Containment, weil effektiv muss das in der Lage sein, die gesamte Wassermenge als Dampf aufnehmen zu können. Bei den Sachen haben wir jetzt wie gesagt zwei Kreisläufe. Im ersten Part machen wir das Wasser heiß und damit verdampfen wir das Wasser im zweiten Kreislauf. So, ja, Wasser ist ein relativ guter Moderator, weil er Neutronen streut und das leichte Wasser hat den Nachteil, da ist das Isotop Protium drin, also das ganz normale Wasserstoff mit nur einem Proton ohne Neutron und das absorbiert relativ gerne Neutronen und bildet dabei das Deuterium. Und deswegen brauchen wir bei diesem System relativ viele Neutronen, weil uns sehr viele verloren gehen. Und damit müssen wir sehr viel Brennstoff einsetzen. Also so ein normaler Leichtwasserreaktor hat so etwa 250 Tonnen Uran, der im Reaktor drin ist. Wir brauchen die hohen Temperaturen für einen halbwegs guten Wirkungsgrad. Der liegt also so ungefähr um die 33%. Und durch die niedrige Siedetemperatur haben wir eben den hohen Druck mit dem Wasser und Wasser ist ein relativ schlechter Wärmeüberträger. Wenn jeder beim Wasserkochen zu Hause hat, weiß, wie lange das dauert, bis das Ding mal kocht.
So, aber ein anderes Problem sind eben die Brennstäbe. Die Brennstäbe bestehen aus angereichertem Uranoxid. Das ist also eine Keramik. Und Keramik, ihr kennt das von zu Hause, wenn einem der Tonbecher runterfällt, dann ist der in der Regel kaputt. Keramiken sind also relativ schlecht verformbar. Und natürlich erfolgt die Wärmeübertragung nur an der Oberfläche von diesen Brennstäben. Spaltprodukte, die in diesem Brennstab zwangsläufig entstehen, sind zum Teil gasförmig, zum Beispiel Xenon oder Radon, und die kommen dann aus der Matrix dieses festen Keramik nicht mehr gut raus. Das bedeutet also, wir machen unsere Kristallstruktur kaputt und die Kristalle der Keramik werden nach und nach brüchig. Wir haben also auch noch dazu große thermische Belastung, es wird mal heiß, es wird mal etwas kühler, wodurch die Brennstäbe natürlich einer gewissen Belastung ausgesetzt sind und unsere gebildeten Sachen, Transurane, das passiert, wenn halbwegs noch schnelle Neutronen vor der Abbrennung mit dem Hauptbestandteil Uran-238 eingefangen werden, dann bilden wir Neptunium, Plutonium, Americium, Curium und so weiter. Bekommen wir unsere langlebigen Transurane, ein paar tausend Jahre Halbwertszeit, relativ stark strahlend. Und wenn die einmal drin sind, dann sind sie gleichzeitig auch noch ein Neutronengift, das heißt, die fangen uns erwünschte Neutronen eigentlich weg. Und das Ding wird schwer übersteuerbar. Und wir können die Dinger eigentlich nicht so ohne weiteres aus den Brennelementen rauskriegen. Und die Brennelemente werden, wie gesagt, relativ brüchig. Was dann also dazu führt, dass die Brennelemente, und ein Drittel davon etwa alle 18 bis 24 Monate in so einem Reaktor ausgetauscht werden müssen. Dann müssen wir sie ein bis drei Jahre ablagern, damit die Bestandteile, die relativ kurzlebig sind, zerfallen können. Dann müssen wir sie aber immer noch kühlen, dass das Abklingbecken. Und es ist eigentlich nur ein Bruchteil unseres Brennstoffs verbrannt bei der ganzen Geschichte. Nicht mal das Uran-235 ist dabei vollständig abgebaut. Und die Aufarbeitung ist verdammt teuer und unökonomisch in vielen Fällen, weil wir das Oxid mit konzentrierter Salpetersäure erst wieder in eine flüssige Form bringen müssen, dass wir dann chemisch die Stoffe auftrennen können. Dann müssen wir wieder das Uranoxid draus machen, neu verpacken und das Ganze läuft natürlich dann unter Sicherheitsbedingungen ab, weil das Ganze alles strahlend ist. Und deswegen will das kein Mensch machen. Gut, La Hague ist eine Anlage. Die ist dann auch noch dazu da, das Plutonium waffenfähig zur Not abzutrennen mit dem Purex-Verfahren, weil man das im Kalten Krieg vom Prinzip her entwickelt hatte, um sowas machen zu können. Und das führt dazu, dass diese Brennstoffe, die eigentlich fast nur aus Brennstoff bestehen, nur wenige Zyklen im Reaktor sind, und dann eingelagert werden und wo dann 95% unseres Energiegehaltes gar nicht genutzt wird.